Hallo, super, dass du heute auf das Video geklickt hast. Ich hoffe, dass dieses Video die Hoffnung in dein Herzen hineinbringt und dass du realisieren kannst, dass Jesus mit uns ist in diesen Zeiten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die aus Markus Kapitel 2 ist, und ich möchte sie einfach ein bisschen aus der Perspektive der Menschen dort erzählen. Es waren vier Freunde, und diese vier Freunde hatten einen gemeinsamen Freund. Und dieser gemeinsame Freund hatte ein Riesenproblem. Er war gelähmt. Und immer wieder trafen sie sich bei dem Freund zu Hause, haben Gemeinschaft miteinander gehabt und eine gute Zeit. Als sie dann hörten, dass Jesus in der Gegend war, dachten sie sich, dass sie sich ihren Freund schnappen und zu Jesus bringen. Sie haben gehört, dass Jesus Wunder vollbringt. Sie haben gehört, dass Jesus vielleicht derjenige ist, der ihrem lieben Freund helfen kann. Und so nehmen Sie ihn hoch auf der Bahre und tragen Sie ihn zu dem Haus, wo Sie gehört haben, dass Jesus ist. Als Sie dann sahen, dass das Haus schon überfüllt ist und in diesen Tagen nicht nur zwei, drei oder vier Personen, wo wir in den Häusern und in Wohnungen sein dürfen, nein, das Haus war proppevoll. Keine Möglichkeit, dort hineinzukommen. Aber Sie hatten in Ihrem Herzen dieses Brennen: Ich möchte, wir möchten unserem Freund helfen und Jesus ist der, der uns helfen kann. So steigen sie auf das Dach, das waren Flachdachhäuser, und sie decken dort einfach die oberen Holzplatten ab und sie lassen ihren gelähmten Freund hinunter direkt vor die Füße von Jesus. Als sie den Kranken dort hinunterließen und das Jesus sah, schaute Jesus ihn an und sagte, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Interessanterweise sagt Jesus hier nicht zu dem Kranken, als er deinen einzigen, alleinigen Glauben sah, sondern Jesus sagt, als er ihren Glauben sah. Der Glauben dieser vier Freunde, die diesen kranken Freund dorthin gebracht haben. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir in dieser Zeit diese vier Freunde für jemand anders sein können. Dass wir in dieser Zeit im Glauben andere zu Jesus bringen können. Dass wir im Gebet, dass wir in praktische Hilfe, dass wir andere Menschen zu Jesus bringen können. Wir wissen nicht, ob der Kranke selbst geglaubt hat. Es ist nicht explizit gesagt. Aber was wir wissen ist, als er ihren Glauben sah. Und ich möchte euch ermutigen, seid in diesen Tagen einer dieser vier Freunde, die jemand anderes an die Hand nehmen und zu Jesus bringen, im Gebet oder durch praktische Dinge. Und was macht Jesus? Jesus sagt zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Naja, eigentlich wäre ich jetzt enttäuscht. Warum? Die vier Männer haben doch den Gelähmten gebracht, damit er geheilt wird. Keiner dachte an Sündenvergebung. Und so ist es auch manchmal, wenn wir Gott um etwas bitten, wenn wir Gott bitten, greif ein, dass das erste Resultat plötzlich ganz anders aussieht. Und oftmals werden wir enttäuscht und sagen: Gott, warum hast du nicht gehört? Und Gott sagt: Warte doch mal erstmal ab. Warte mal, ich bin noch am Wirken. Und ich möchte euch ermutigen, dass da in Situationen, gerade jetzt, wo du im Gebet warst und wo du gerufen hast und geflehen hast, und Gott hat geantwortet, aber vielleicht nicht so, wie du es dir erhofft hast und wie du es dir gewünscht hast. Warte ab. Und warte ab. Weil du wirst am Ende sehen, das gesamte Bild. Warum? Zum Schluss gehen die vier Männer zusammen mit ihrem Freund auf ihren eigenen Füßen aus dem Haus heraus. Sie haben viel mehr empfangen, als sie, nachdem sie gefragt haben. Sie haben Vergebung der Sünden bekommen und ihr Freund wurde gelähmt, der gelähmt war, ist geheilt herausgegangen. Und deswegen, in dieser Zeit, wo wir nicht wissen, was morgen kommen mag, möchte ich euch ermutigen: Erstens, sei einer dieser vier für jemand anderen. Und zweitens, wenn du gebetet hast und es nicht so aussieht, dass Gott erhört hat oder er anders erhört hat, so wie du das wolltest, warte, bis du ans Ende ankommst und du wirst realisieren, Gott hat dich überreichlich gesegnet. Vielen Dank fürs Zuschauen.